Jetzt kommen wir mal zu den schauspielerischen Dingen, die Sie tun. Also Sie sind, sagen Sie selbst, mehr eigentlich ein Typ und weniger jetzt der ausgebildete Schauspieler. Werden Sie in den harten Szenen, wo es um Prügeleien geht, gedoubelt oder wenn Sie da so vom Galgen runterbrechen? No, sono sempre io. Nein, das bin immer ich selbst. È difficile trovare uno come me. Es ist sehr schwer, jemanden zu finden, wie ein Double, der das gleiche Gewicht hätte und der sich dann eben so bewegt. Bisogna aver fatto molto sport per poter. Da muss man wirklich sehr viel Sport betrieben haben in der Vergangenheit, um sich so zu bewegen wie ich dann. Oh ja, das glaube ich wohl. So Armdrücken zum Beispiel. Könnten Sie das mit mir jetzt hier am Tisch machen? Weil wir sind ja beide ungedoubelt. Sì, perché no? Warum eigentlich nicht? Die Diät hat voll angeschlagen. Tja, der Mann ist ja unglaublich. Also in einer Geschwindigkeit, wo ich keine Chance hätte. Gut, dann, wenn Sie so die Filme machen und sagen, die Szenen, die Sie drehen mit den verschiedenen Darstellern, sind Sie dann auch mit ein Teil der Regie? Sagen Sie, okay, das war jetzt gut? Sind Sie ein kritischer Schauspieler, der mit sich selbst auch mal ins Gericht geht? Dunque, noi giriamo wir un minuto al giorno. Drehen sozusagen eine Minute pro Tag ab. E per fare un minuto ci vuole una preparazione eine di una Minute settimana. Zu machen, braucht man eigentlich letztendlich dann eine Arbeit von einer Woche. Il tutto viene fatto in equipe. Das Ganze wird ja im Rahmen eines Teams gemacht. Con il Stuntman. Mit den Stuntmen. Con il capo degli Stuntmen. Mit dem Chef dieser Stuntmen. Con la regia. Mit der Regie. Io e Terence. Ich und Terence. Decidiamo tutto, poi wir si fa. Entscheiden dann über alles, das wird e dann auch gemacht. Al giorno non si gira. Und mehr als eine Minute pro Tag drehen wir eigentlich nie. Wie glücklich Sie sein müssen. Gute Zeiten, schlechten Zeiten machen pro Tag irgendwie 60 Minuten. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Punkt. Nämlich, ich habe vorhin das schon angedeutet, dass Sie auch Sänger sind, auch Lieder schreiben. Und Sie werden jetzt zusammen mit Tom Schlüter ein Lied vortragen. Wie heißt dieses Lied? Io ho fatto questa canzone in francese. Ich habe dieses Lied ja auf Französisch geschrieben ursprünglich. Parole e musica. Sowohl die Wörter und auch was die Musik angeht, waren französisch inspiriert. Essendo venuto in Germania per cantare questa canzone. Da ich ja nur nach Deutschland gekommen bin, um dieses Lied hier bei Ihnen zu singen. Ho ritenuto giusto. Habe ich es für richtig gehalten. Mettere le parole in tedesco. Hier deutsche Wörter einfließen zu lassen in das Lied. È un omaggio a tutte le donne tedesche. Das ist sozusagen eine Hommage an alle deutsche Frauen. Che mi perdoneranno se io leggerò le parole. Sie werden mir verzeihen, wenn ich hier die Wörter ablese. Eben. Wir haben dieses Lied gerade auf Deutsch erst vor 2 Stunden aufgesetzt. Aiutato da un bravissimo interprete che ho avuto prima. Ich hatte einen hervorragenden Dolmetscher, den ich hier auch getroffen habe. Che si chiama Reed Malair, Manfred. Er heißt Manfred. Der Mann im Ohr. Sì, l'ho conosciuto questa mattina. Quindi. Und ich habe ihn heute Morgen erst kennengelernt. E gut. Poi l'altra Magdalena, che mi ha aiutato. Die andere war Magdalena, die auch mir geholfen, mir ebenfalls geholfen hat. Die ist für Public Relations zuständig. Und jetzt hören wir uns dieses Gewerk, dieses Gemeinschaftswerk an. Ich darf Sie begleiten rüber zu meiner Nacht- und Lieblingsband. Oh, questa canzone la farò prima in francese come nata. Dieses Lied werde ich also zuerst auf Französisch singen, so hatte ich es ja ursprünglich komponiert, und dann anschließend auf Deutsch. Wunderbar. Meine Damen und Herren, Bud Spencer zusammen mit Tom Schlüter und dem Nachtorchester in der RTL Nachtshow und der Hommage an die Frau. Chaque fois que je regarde une femme, je suis nerveux, je ne sais pas pourquoi.
je ne sais pas pourquoi. Será une question sexuelle, mais toutes les femmes sont belles, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je suis perdu dans cette foule qui me fait venir la chair de poule. Ah, maintenant, à côté de toi, je suis tranquille, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Wenn ich anschaue eine schöne Frau, ich bin nervös, weiß nicht warum, weiß nicht warum. Das Problem ist, ist es nur Sex? Denn alle Frauen sind schön, weiß nicht warum, weiß nicht warum. So viel sind um mich herum und mir kommt eine Gänsehaut. Nun werde ich ruhig eine deiner Zeit. Weiß wohl warum, weiß wohl warum. Sehr gut. Danke sehr. Danke sehr. Troublemaker heißt sein neuer Film, zusammen mit Terence Hill. Anschauen. Danke sehr. Thank you. Thank you.